Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spyro 3. Wir schlagen 20 Minuten, das hätte dauert, diesen scheiß Eierdieb zu fangen. Oh. Scott, Junge. Du machst Scheiße, ey. Oh, geschafft. Gut. Furchtbar. Furchtbar. Was fehlt jetzt hier noch? Ein paar Rubine noch, oder? Noch nicht mal vier. Das müsste jetzt alles am Eissee sein, soweit ich weiß. Und hier immer noch einknacken können, so ein Schädel. Wo war das jetzt nochmal? Das war sogar hier drüben, oder? Und ich verkack's natürlich mal wieder. Wunderbar. Ja, du nimmst ihn noch um. Wenn da noch was fehlt, würde ich sagen. Geh der Stein drin, so, und dann haben wir das wieder auch irgendwann. Was war das jetzt? Oh Gott, ich hatte mich für viel zu lange diesen Level auf. Das hat funktioniert. Wunderbar. So, und ich hab da jetzt. Oh, wir haben es sogar geschafft, alles. Wunderbar. Level geschafft, das wollte ich doch nur hören. Falsche Taste. Level beenden. Oh, Jäger Scharmütze, wunderbar. Abracadabra, simsalabim! Wir sollten ihr helfen. Du scherzt wohl. Sie hat dich beinahe geröstet. Ja, aber sie zielte auf dich. Danke. Keine Ursache. Du hattest Glück, dass Jäger da war. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sicher kannst du das. Soll ich es dir beweisen? Wohl keine Zauberkraft mehr, wie? Soll ich dir Starthilfe geben? Ha, um dich kümmere ich mich später. Hey, warum musstest du sie vertreiben?
Ach, Jäger weiß da. So, ab in die nächste Welt, würde ich sagen. Was machen wir denn als nächstes, da wir viel Zeit haben und was kurz ist? Na, von mir mal gleich wieder das Level rein. Das haben wir letztens freigeschaltet mit den Kernspucken. Ab in die Zaubertürme! Eintritt in Zaubertürme. Oh Gott, das war das schön. Ich glaube, hier sind wir nächstes Skateboard sogar. Diese miesen Rhinoxe haben uns gezwungen, eine Statue der Zauberin zu bauen. Nachdem wir fertig waren, hat sie sich beschwert, dass sie zu hässlich ist. Wenn du mich fragst, ist die Statue viel hübscher als sie. Ui, Dr. Sorino ist hier, ne? Ah, genau, da war das zum Abschießen hier. Oh, das ist ein langes Level, das weiß ich noch. Starte, von der er gesprochen hat. Ja.
Wir haben jetzt die Stadt in der Luft. Oh, dieser Bulldozer Fritzka! Ernsthaft? Dieser Kack-Bulldozer-Typ, Junge! Ja, wie viel mit Bulldozer ist das? Ja, ach ja, nee, warte mal, hier gibt's keine Flugpowerpunkte, hier gibt's nur Bulldo. Und zwar fliegen wir dann als Bulldo hier in der Welt rum, soweit ich weiß. Die Welt erwartet atemlos mein brillantes vierdimensionales Meisterwerk. Zünde einfach alle Raketen an und bereite dich vor, von meinem Genie überwältigt zu werden. Okay. Huch, ich vergaß, dass ich dieses Ei in der Statue versteckt hatte. Ich hoffe, die Explosion hat es nicht hart gekocht. Peanut! Das Level hat sich schon geschafft, aber wir haben ja noch, soweit ich weiß, Skating vor uns. Und Gordo. Ja, das müsste Skating sein. Das schaffen wir gerade noch so in den Part, oder? War das? Ja, das ist die nächste Halfpipe. Ich will schon die schon ein bisschen größer. Die müssen glaube ich auch mehr Tricks machen oder so. Ist dies nicht der abgefahrenste Skateboardpark, den du je gesehen hast? Nachdem du einige Tricks gelernt hast, kannst du hier irre viele Punkte sammeln. Was hältst du davon, wenn ich dir ein paar Tricks zeige? Natürlich. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Du kannst von Rampen abspringen, indem du die X-Taste drückst. Ich zeige dir einmal, wie es geht. Dann bist du dran. Alter, das haben wir schon mein erstes Skateboard auch gemacht, lieber. Okay, versuch jetzt eine Rolle zu machen. Ja. Dann gleich müssen wir gegen Jäger antreten, dann wird's ein Ei geben. Schöne Rolle! Jetzt versuch mal einen Flip. Flips gehen genau wie Rollen, außer dass du nach oben und unten steuerst, statt nach links und rechts. Spring von... Yeah! Wow! Du bist ein Naturtalent! Mal sehen, ob du auch einen Halfpipe-Spin hinkriegst. Die blauen Rampen sind Halfpipes. Du kannst einen Spin machen, indem du oben auf der blauen Rampe springst und in der Luft nach links oder rechts steuerst. Wow.
Super, du hast es geschafft. Jetzt wollen wir mal sehen, ob du auch eine 900 schaffst. Spring so hoch du kannst, mach 2,5 Spins in der Luft und lande wieder auf der Rampe. Was will er von mir? Also, gerade eben schon gemacht haben. Warum springt der jetzt nicht mehr ab? Was? War falsch? Alter, Spiel, verarsch mich nicht mehr. Völlig richtig. Achso, ich stehe da. Aber nochmal. Nee, kommt davor einer zu dir, glaube ich sogar. Danke. Das war eine tolle neue. Boah, das waren 1550 Punkte gewesen hier. Das ist richtig in mir. Wow, du lernst echt schnell. Du wirst aber auch von einem Meisterfahrer unterrichtet. Ja, natürlich. Wo wir gar... Ja, fahren wir den. Lass dich noch nennen. Ich hätte das fast vergessen. Chef, ich würde dich dieses Drachen, diese Kraft, ja. Okay, ich habe mir ausgedacht. Oh, du kannst es da, ja. Ja, man kann auch mal Knast die Knochen irgendwie hinlegen. Ich weiß auch nicht mal, wie das geht. Erstmal noch Theramonin. Der Blasenspuck. Eine Hommage an Spyro. Ich denke, du bist für einen 1 gegen 1 Wettbewerb bereit. Willst du in einem Freestyle-Wettbewerb um Punkte kämpfen? Ja, da kriegen wir noch ein Ei. Die war schon jetzt gut immer. Ja, schon sieht er nicht die Punkte, weil ich voneinander mache. Alter, ich bin voll auf der Typ, ja. Jetzt könnte mich nur noch ein Knast Knorr retten.
das schon. Alter, nee, kommen wir auch ran. Kann nicht neu. Man kann keinen Neustart machen. Das kriegt mich oft keinen schnellen Neustart. Komm, Eva. Du hast sowieso gewonnen. Oh, jetzt ist er da davor, ihr Bummer. Oh, die Katze. Es ist keine Schande gegen den Mann. Halt, Level hier. Jetzt sind wir verkackt, danke Spiel. Oh, der hat schon über 1000 Punkten, ich fahr das nicht, ja. Oh, Alter. Was, dreifach Türme? What the fuck, bei 2000 Punkten ist der Vogel schon. Wollt ihr mich verarschen, Spiel? Der hat damit nur Punkte, Alter. Ich hab keine. Mal dreht sich wird doch nicht anständig. Hab wie hat er denn für eine ungerade Punktzahl gezielt? Kack, da wird 3500 Punkte, ey, will er mich verarschen, Junge. Ich dachte, ich bräuchte hier schon nur einen Massive Knock machen, der wird erst erledigt. Was, dreifach? Das Ding hier mal hin. Ja. Es ist keine Sch... Okay, machen wir schon die dreifache, würde ich sagen. Wird die ordentlich Punkte geben. Oh Mann, das war kack. Was, wieso? Da war doch gerade. Oh Mann. Oh, Pfeifbro. Willst du mich verarschen hier? Ja. Oh, gedrehte Limone, Alter. Wie soll ich die Punkte jetzt nicht gekriegt? Ab, er zieht mich voll ab. Was, das war... Alter, das ist nur auf ein Ball zählt, oder was? Rolle links, Mann. Was? Wir sind nett! Oh. Es ist keine Schande. Schon halt's Maul hier, ja.
Oh, du bist ein Eimer, dann mach ich doch. Nee, das hab ich ja nichts. Mann, ich verkack's immer mit einer 250. Dreierturm. Was? Oh, Rat, ey, wieso ist der jetzt nicht richtig gelandet, Junge? Oh, bin doch nicht richtig gelandet. Ich hasse es nicht hier. Das ist so eine einfache Sache, Frau Kacke. Danke, wenn ich die Tor noch zugeht habe. Und hier? Schon 2000 Punkte, alles. Och man, ich bin nicht eine scheiß Säule gefahren. Nochmal gegen eine Säule gefahren. Ja, das Problem, das hat Problem. Oh, na klar, und einfach nochmal dreifach Punkte. Es ist keine Schande, gegen den Meister zu verlieren. Das ein Spinner, Junge. Der Jäger. Oh, die Punkte haben wir. 550, yes. Die Dreierpo. Die Ballon ist halt voll verkackt. Wo muss die Wurm und Wurm heute? Dann hier doch mal. Nur so ein Sprungpunkt. Das ist der Halfpipe-Sprung. So muss ich den Halfpipe-Sprung. Oh, nein, mach ich den. Ey, wieso schaffe ich diesen scheiß Halfpipe-Sprung nicht? Danke. So, mach dann noch irgendwas überkrasses, dass ich weg bin. Ja, das sag ich doch! Es ist keine Ja, es ist zum Kotzen hier in dem Vogel. Ja, mach erstmal auf Kack. Bis nachher, oder bis gleich. Tschüss!